Nachdem die Taliban einen Großteil Afghanistans übernommen haben, traf sich eine Gruppe von älteren Uiguren in Mezar-e-Sharif. Andere Uiguren aus anderen Städten nahmen per Videokonferenz teil. Sie sprachen über ihre Ängste und über die Möglichkeit, das Land zu verlassen. Denn so wie es aussieht, wird China seine Macht in Afghanistan ausdehnen, was zu einer Verfolgung von Uiguren führen kann. Ein hochrangiger Offizier der USA warnte davor, dass China aufgrund seiner atomaren Aufrüstung das nukleare Gefahrenpotenzial von Russland überschreiten werde. Forscher der Universität Kopenhagen haben eine kleine Insel entdeckt, die weiter nördlich liegt als jegliches andere Stück Land auf der Welt. Die Insel sei zuvor vermutlich unter Packeis verborgen gewesen, hieß es. Der Fund sei dennoch keine direkte Folge der globalen Erwärmung, die Grönlands Eisschild generell schrumpfen lässt. In Liaoning in China brach ein Feuer in einem mehrstöckigen Haus aus. Auf den Videos aus den sozialen Medien sieht man die hochlodernden Flammen. 30 Feuerwehrfahrzeuge und 100 Einsatzkräfte wurden zum Einsatzort geschickt. Der Strom und das Gas des Hauses wurden vorsichtshalber abgestellt. Nachdem die Zahl der Opfer in Kabul auf 183 anstieg, hat die Taliban Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Aus internationalen Sicherheitskreisen geht hervor, dass neue Anschläge in Kabul geplant seien. Der Präsident der USA Biden warnte davor, dass zwischen 24 und 36 Stunden ein neuer Anschlag in Kabul passieren könne. Bei einem Gipfeltreffen in der irakischen Hauptstadt Bagdad werden der französische Staatspräsident Emmanuel Macron, der neue iranische Außenminister Hussein Amir Abdullahian sowie Präsidenten und Außenminister aus Ländern von Ägypten bis Saudi-Arabien erwartet. Als Gastgeber will der irakische Ministerpräsident Mustafa El-Kadhimi die Position seines Landes als Schlüsselstaat im Nahen Osten zementieren. Kadhimis Treffen bringt Vertreter von Staaten zusammen, die um Macht und Einfluss in der Region streiten und sich normalerweise aus dem Weg gehen. Aufgrund des Klimawandels waren die Treibhausgasemissionen im Jahr 2020 die höchsten seit 800.000 Jahren.